Ja, jetzt habe ich glatt weg meinen Vorschlag, also meine Notizen verdödelt. Beziehungsweise die sind jetzt aus irgendeinem Grund verschwunden. Das ist doof. Naja, muss ich es aus dem Kopf machen. Hallöchen zu den Morning News. Ja, Wettermeldung aus der Südwestpfalz, strahlend blauer Himmel, wunderbar. Und wird auch heute wahrscheinlich warm werden. Zu den Morning News. Ja, Amazon. Amazon ködert offensichtlich mit den ein oder anderen Nachlässen im FBA-Bereich innerhalb einiger Kategorien neue Händler. Das unterstützt oder unterstreicht ein klein wenig die stark abgeflachte Wachstumskurve, die ihr in den letzten Quartalen, wenn ihr die Zahlen euch mal ganz genau anschaut, hinsichtlich der Gebühreneinnahmen, also in dem Block, wo Amazon die Gebühreneinnahmen ausweist, anschaut. Das heißt, da hat Amazon offensichtlich noch nicht den Hals voll und möchte gerne noch ein paar mehr Händler onboarden. Ja, dann kommen wir zu eBay. eBay hat im Verkäuferportal eine extremst großartige Landingpage, wo sie euch dabei unterstützt, Inventarlücken in eBays Inventar aufzudecken und gibt euch dort ganz konkrete Hinweise. Das sind PDFs, die euch eine unfassbare Masse an Wissen präsentieren. So auch zum Beispiel die Hauptkeywords, nach denen innerhalb bestimmter Kategorien gesucht wird. Und das auch in Abhängigkeit von Marken, in Abhängigkeit von Preisen. Den Link dazu findet ihr unterhalb des Videos und ihr bekommt natürlich auch nachher noch einen kleinen Artikel dazu, weil das finde ich echt richtig krass. Dabei auch noch direkt ein Tipp: Versucht einmal auf Twitter dem Account ebayadvertising-de zu folgen. Die veröffentlichen eigentlich ein, zwei Mal in der Woche ziemlich großartige Zahlen. Da war auch zuletzt Rolf Claessens Erfindershow betroffen. Da wurde das Suchvolumen oder der Suchvolumenanstieg nach von einem der Erfindungen, die Rolf in seiner Sendung mit vorgestellt hatte, angezeigt. Finde ich also, ist ein klasse Account, sehr informativ, der eBay Advertising Account. Finde ich auch im Grunde genommen schade, dass eBay diese Zahlen nicht prominenter spielt. Ich glaube, die nehmen sehr viel nicht wahr, diese Zahlen. Ja, ich glaube, ich hatte noch ein drittes Amazon-Thema auf der Uhr, aber ich weiß leider wirklich nicht mehr welches. Dann weiß ich aber noch, dass ich Real heute in den Meldungen hatte. Real hat bei der WHU, bei der Universität Otto Weißheim, eine Juniorprofessur gesponsert. Und da war ich eigentlich gerade dabei, das zu lesen. Ich glaube, es geht im Wesentlichen um analytische Ansätze im E-Commerce. Ja, falls ich jetzt noch eine News vergessen habe, möglich ist es. Ohne Vorlage ist es schwierig. Eine Sache hatte ich mir noch überlegt. Ich bereite gerade einen Artikel vor, dem oder dazu gilt auch eine Umfrage in meiner Facebook-Gruppe, dass ich mir Gedanken gemacht habe über eine Kennzahl, die seitens des Händlerbunds irgendwann mal etabliert worden ist, die sagt, wir sichern 60.000 Präsenzen ab. Die Frage war für mich hier die: Wie viele Präsenzen haben denn nun tatsächlich Händler? Also wie viele Präsenzen hat ein Händler? Und das hatte ich innerhalb einer Umfrage in meiner Facebook-Gruppe versucht herauszufinden. Und es stellte sich halt heraus, dass über 90% der Händler mehr als drei Präsenzen haben. Damit zeigte sich zum einen, oh ups, da ist dann meine Fragestellung wohl auch zu ungenau gewesen, denn offensichtlich gibt es sehr, sehr viele Händler, die mehr als drei Präsenzen haben. Wie viel haben sie denn dann tatsächlich? Was habe ich gemacht? Ich habe mir dann einmal die Händler, die in der Tat identifizierbar waren, etwas detaillierter angeschaut und bin zu dem Entschluss gekommen, dass Händler teilweise bis zu 10 Präsenzen haben. Denn teilweise vergessen wird der Umstand, dass ihr Twitter-Account habt, einen Instagram-Account habt, einen Facebook-Account habt. Und allein hier hätten wir schon drei Präsenzen. Also in der Spitze sind es etliche, die um die 10 haben. Die Mischung liegt eher
in der Mitte so irgendwas zwischen 5 und 8. Hierbei ist es auch zu differenzieren, was sind jetzt aktive Verkaufskanäle und was sind schlicht und ergreifend Content-Kanäle, sprich, wo ihr einfach Werbung macht oder wo ihr einfach eine Visitenkarte abgebt. Tatsächlich sieht es so aus, dass die Anzahl der Verkaufskanäle zwischen 3 und 5 liegt. Auch die Erkenntnis ist spektakulär in meinen Augen, denn sie zeigt recht deutlich, dass ihr eigentlich, was den Multi-Channel-Ansatz angeht, kaum noch Herausforderungen habt. Also ihr habt den Multi-Channel-Ansatz umgesetzt, ihr seid auf vielen oder auf mehr als 2 Verkaufskanälen oder mehr als 3 Verkaufskanälen zum größten Teil präsent. Aber, und das ist auch eine spannende Geschichte, die sich durch Zahlen von Plenty Markets und auch Afterbuy stützt, die ich aus der Vergangenheit her gesehen habe, dass ihr 1-2 Kanäle habt, die euer Geschäft sehr stark dominieren. Danach kommt eine sehr, sehr große Lücke und erst dann kommen die Dritt-, Viert-, Fünft-Kanäle wie ein Rakuten-Hut Real. Oder wenn ihr international aufgestellt seid, dann zum Beispiel auch ein C-Discount. Welchen Schluss kann man hieraus ziehen? Man kann entweder grundsätzlich den Schluss daraus ziehen und sagt, hey, okay, es gibt nur 2 dominierende Kanäle im deutschen E-Commerce. Das mag auch in dieser Form stimmen, aber wenn man jetzt schon die beiden Kanäle untereinander anschaut und hier teilweise eine extremste Diskrepanz sieht, nicht selten sagen Händler, hey, auf Amazon mache ich 80%, auf eBay 20% oder noch krasser, auf Amazon mache ich 90% meines Umsatzes und auf eBay nur 10%. Dann ist das mit Sicherheit kein einheitliches Bild, was gezeichnet wird, aber doch ein Bild, was im zweistelligen Prozentbereich die Gesamtheit der Händler trifft. Das in meinen Augen dann auch den Schluss naheliegen lässt, dass es nicht eine Frage ist, wie viele Kanäle ihr bespielt, sondern dass die Frage eigentlich zu beantworten ist oder die Ursachen herauszufinden sind, warum ihr nicht alle Kanäle mit einer ähnlichen, gleichen Exzellenz bespielt. Und ich glaube ganz genau, da ist ein Ansatz, der nachzufassen ist, an dem man wirklich mal weiter bohren sollte, könnte, müsste. Ja, und insoweit fand ich das schon recht spannend, über die Frage der Anzahl der Präsenzen darüber nachzudenken, was sie denn tatsächlich sagen oder aussagen könnten. Und ja, mehr oder minder ein Abfallprodukt davon ist halt auch, dass ich ernsthaft daran zweifle, dass der Händlerbund Europas größter E-Commerce-Verband ist. Und je mehr ich darüber nachdenke, ich es eigentlich sehr unseriös finde, mit der Anzahl der Präsenzen zu werben. Ich meine, dann sollten sie, wenn sie ihre Größe darstellen wollen, das schlicht und ergreifend das so machen, wie es ordentlich gehört, die Anzahl der Mitglieder. Aber okay, das scheint der Händlerbund nicht so zu machen, aber da mag sich dann auch jeder selbst eine Meinung darüber bilden. Spannend fand ich, und dafür bin ich im Händlerbund dankbar, dass er diese Präsenzfrage aufgeworfen hat. Und ich glaube, der Branche einmal mehr verdeutlicht, dass der Multi-Channel-Ansatz durchaus bei den Händlern angekommen ist. Und es ist vielmehr so meine These, eine Frage der Exzellenz ist, dass einzelne Kanäle identisch mit gleicher Qualität bespielt werden können. Ja, dann bedanke ich mich bei euch. Heute wirklich völlig Freihand und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Heute haben wir, wenn ich das richtig sehe, Donnerstag. Ja, Wochenende habt ihr vor den Augen. Also, großartigen Ertrag heute, meinetwegen auch coolen Umsatz und ja, fangt schon mal an, das Wochenende abzufeiern. Bis morgen. Tschüss.